Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie eine examinierte Pflegekraft sind oder wenn Sie eine entsprechende Ausbildung suchen und wenn Sie vielleicht sogar im südlichen Niedersachsen aktiv werden wollen, dann interessieren Sie sich vielleicht für die Arbeit im Bereich der Psychiatrie. Die psychiatrische Pflege gehört zu den vielen Verzweigungen des Berufsbildes der Gesundheits- und Krankenpflege und dennoch ist sie etwas ganz Besonderes und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Jörn Heinecke, er ist Pflegedirektor der Asklepios Fachkliniken Göttingen und Tiefenbrunn, die ausschließlich für psychiatrische Krankheitsbilder zuständig sind. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Heinecke. Sagen Sie uns, ein Pfleger in der Psychiatrie, ein psychiatrischer Pfleger, was macht der den ganzen Tag? Ja, das fragen viele. Ja, ja. Vom Grundsatz her pflegt und behandelt er erstmal Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Es wirkt erstmal für jemanden, der das von außen sieht oder erst mal ein Praktikum macht in der auf einer psychiatrischen Station, völlig anders, weil unsere Aufgabe ist, vor allen Dingen in Beziehung zu treten mit dem Patienten, Berührungspunkte herzustellen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das ist eine wesentliche Aufgabe, die wir neben den normalen alltäglichen Tätigkeiten auf einer Krankenstation übernehmen. Deswegen sehen Sie psychiatrisch Pflegende oft mit den Patienten Kaffee trinken, spielen, intensive Gespräche führen. All das dient dazu, den Patienten, der ja häufig bei uns in der Psychiatrie Probleme in der Wahrnehmung und auch mit seinen Gefühlen hat, in Kontakt zu treten und ihm dabei zu helfen, diese häufig vorliegende Fehlwahrnehmung zu verbessern, damit er insgesamt mehr Lebensmut und mehr Zufriedenheit und auch mehr Spaß an seinem eigenen Leben entwickeln kann. Also auch so zurückholen in die reale Welt, so genau. Was vielleicht sogar? Also zum Beispiel Stichwort Tagesablauf. Bei vielen psychisch kranken Menschen ist der Tagesablauf durch ihre psychische Erkrankung gestört. Deswegen ist es sehr wichtig, dass eine psychiatrische Station klare Regelungen hat, Strukturen hat, wie so ein Tag sich aufgliedert. Das geht morgens los, ganz normal mit dem Frühstück. Auf vielen Stationen erwarten wir auch, dass die Patienten selbstständig wach werden und auch ganz normal die Morgenrituale wie Körperpflege, sich ankleiden und so weiter vollziehen. Wer das in der akuten Krankheit noch nicht kann, dem helfen wir dabei, in Form von, dass wir auch hingehen und ihn erinnern. Dann entsteht ein Frühstück und dann geht es doch schon gleich los mit dem therapeutischen Programm. In der Regel machen die Stationen etwas wie eine Morgengruppe. Dort geht es darum, dass die Patienten sich gegenseitig, aber auch uns als Professionelle, erstmal erzählen, wie war die Nacht, was bewegt sie, was erwarten sie von dem Tag, wo können andere Menschen, die auf der Station, weil sie sind ja auf Zeit eine Lebensgemeinschaft, sie unterstützen, dass sie ihr Leben besser an diesem Tag bewerkstelligen können. Danach sind solche Dinge wie Medikamentenvergabe, wer Medikamente benötigt, auch das gehört zu den Tätigkeiten der psychiatrischen Pflegekraft. Und in der Regel finden dort dann auch nochmal Visiten statt von den Kollegen aus dem ärztlichen Dienst oder aus dem, von dem psychologischen Dienst, den psychologischen Psychotherapeuten. Und dann ist der Tag, der Vormittag schon fast wieder rum. Genau, und dann kommt das Mittagessen, aber und dann gibt es sicherlich auch so Behandlungen wie Ergotherapien oder so, ja, Dinge ja. Auch? Wir haben auch Spezialtherapien, ja. Auf den Stationen, wo die Patienten, wo es ihnen schwerfällt, die Stationen zu verlassen, zum Beispiel, weil sie älter sind, findet die Ergotherapie auf den Stationen statt. Ansonsten haben wir natürlich innerhalb unserer Kliniken spezialisierte Bereiche, wo man Ergotherapie oder physiotherapeutische Anwendungen machen kann. Nicht? Und dort wozu dient das auch wieder? Die Patienten erfahren über diese Therapien auch, dass sie doch in der Lage sind, Dinge sich auszudrücken und Dinge herzustellen, beispielsweise. Das hört sich für mich so an, als wäre die Aufgabe in der psychiatrischen Pflege eher zu befähigen, als jemanden
Darreichung zu bringen. Also eine übliche Kranken- und Gesundheitspflegerin, die wird dann alles tun, mich zu bedienen, aber bei Ihnen helfen Sie mir, dass ich mich selber, mir selber helfe. Kann das so sein? Ja, also ich bevorzuge die Begrifflichkeit, dass die psychiatrisch Pflegenden die Geduld aufwenden müssen, oft Lehrer zu sein für die Patienten. Ich bin oft nur die Spiegelfläche des Patienten. Und das ist ja auch unsere Professionalität, dass wir durch Kommunikation den Patienten dann auch befähigen, sich selbst anders wahrzunehmen und Dinge auch selbstständig zu bewerkstelligen. Und diese Lehrerfunktion, die bedarf halt vor allen Dingen Geduld, weil es ist ruckzuck mal schnell gemacht, etwas für den Patienten zu machen, etwas zu organisieren für ihn. Aber unser oberstes Ziel ist ja, dass der Patient auch selbstständig im Leben draußen zurechtkommt, und das ist förmlich kontraproduktiv, ihn alles abzunehmen, sondern genau diese Befähigung, es selbst zu machen, die Angst zu überwinden, beim Amt anzurufen oder beim Arbeitgeber anzurufen, genau das zu machen. Und je nachdem, in welcher Phase der Erkrankung der Patient auch ist, kann ich halt verschiedene Nuancen dabei anwenden. Ich kann einfach nur ihm durch mein Beistehen, im wahrsten Sinne des Wortes, Sicherheit vermitteln. Ich bin bei ihm, er macht alles selber. Ich kann solche Dinge aber auch mal kurz mit ihm vorbesprechen. Auch vielleicht mal ein kleines Rollenspiel. Wie könnte so ein Arbeitgeber reagieren, wenn ich mich jetzt krank melde, nicht? Wovor er fürchterlich Angst hat, nicht? All solche Dinge. Deswegen ist dieser Befähiger schon eine richtige Begrifflichkeit. Da muss ich ein sehr ausgeglichener Mensch sein, um diesen Beruf richtig zu machen, oder? Ich muss es beherrschen, mit meinen eigenen Gefühlen gut umgehen zu können. Das muss das ganze Team machen. Das ist eine Sache, natürlich sind wir auch Menschen, die mit unseren Patienten trauern, wenn schwere Erkrankungen da sind, die auch über die Ablehnung, die sie teilweise erfahren, ärgerlich werden, auch wütend teilweise werden. Es sind auch manche Erkrankungen, manche Biografien, die einen sehr betroffen machen. Und deswegen ist es bei uns in der medizinischen Fachgebiet der Psychiatrie extrem wichtig, dass sich ein Team, multiprofessionell wieder, verschiedene Berufsgruppen, auch genau diese Gefühle, die jeder so hat, auch sagen kann. Das sagt uns auch viel über die Situation, was der Patient auslöst. Und dass wir bereit sind, auch darüber in geleiteten Gesprächsrunden, wie zum Beispiel Supervision, was bei uns zum Standardprogramm gehört, darüber im Team sich auszutauschen und auch sich ein Stückchen zu öffnen. Ja. Und wer das kann, der lernt auch, der hat eine Erklärung für seine Trauer, für seine Wut als Mitarbeiter und kann damit dann auch viel besser und in unserem Sinne professioneller umgehen. Trauer und Wut, das Thema Wut, es geistert ja immer so ein Vorurteil durch die Welt, Arbeit in der Psychiatrie sei gefährlich. Ist das so? Ja, das ist ein großes Vorurteil. Psychiatrie ist nach wie vor noch stigmatisiert, mit vielen falschen Bildern beseelt. In Wirklichkeit gibt es kaum mehr Arbeitsunfälle als in der normalen, also auf normalen Krankenstationen, somatischen Krankenstationen. Weil das Entscheidende ist, wir professionell Pflegende in der Psychiatrie müssen Profis für den Umgang mit Stresssituationen von Patienten sein. Wir müssen gute Fähigkeiten haben, dieses Stresslevel zu reduzieren. Ja. Wir nennen das Deeskalation. Und wir wenden sehr viel Zeit auch über Schulungen an, diese Fähigkeiten zu erlernen. Das heißt also, man lernt wirksame Methoden, um einen wütenden Patienten, traurigen Patienten, außer sich geratenen wieder zu beruhigen. Exakt. Da sind wir Profis für, und wir haben auch auf den Stationen die entsprechenden Hilfsmittel. Beispielsweise ist auf all unseren 40 Stationen und Arbeitsbereichen gibt es neben der normalen Notfalltasche, die jede Krankenstation hat, wo dann
Dinge zur Reanimation, zur Wiederbelebung da sind, gibt es auch sogenannte Safe Words, Methoden der Beruhigung, Koffer. Sodass jede Pflegefachkraft auf jeder unserer Stationen dieselben Instrumente an die Hand kriegt, was sie dem Patienten anbieten kann, um mit seinem hohen Stresslevel umzugehen und ihm dabei zu helfen, halt seine Stresssituationen zu regulieren. Mhm. Und das klappt auch wirklich. Parallel dazu hat natürlich auch jeder Mitarbeiter ein sogenanntes Notfallsystem, wo er gegebenenfalls auch personelle Unterstützung in sehr, sehr schneller Zeit herbeiholen kann. Ich würde gerne noch ein bisschen mit Ihnen über Rahmenbedingungen sprechen. Ah, ja. Es ist ja auch immer eine Frage des Geldes. Auch wenn man gerne arbeitet, irgendwer muss ja die Miete bezahlen. Natürlich. Wie sieht es da aus in der psychiatrischen Pflege bei Asklepios? Also unsere beiden Häuser in Göttingen und Tiefenbrunn, wenn den TVID, die Entgeltgruppe, die Entgelttabelle des TVIDs vollumfänglich an, obwohl wir private Krankenhausbetreiber sind. Damit ist die Sache, das ist einer der höchsten Tarifverträge im Gesundheitswesen und dazu haben wir uns verpflichtet und die wenden wir auch an. Jetzt sagen Sie ja, also Sie suchen examinierte Kräfte, aber Sie sagten mir schon in einem Gespräch davor, scheue dich nicht, uns anzusprechen, wenn du eigentlich nur aus einem ähnlichen Bereich kommst. Das kann vielleicht auch gut sein, stimmt das? Also diese Vorurteile, diese Stigmata gegenüber der Psychiatrie ist auch bei den Fachkräften vorhanden. Viele, viele Kolleginnen und Kollegen haben großen Respekt und mitunter auch Scheu oder ein falsches Bild von der Arbeit in der psychiatrischen Pflege. Was wir bieten können, ist die Zeit, mit den Patienten sich zu beschäftigen. Ich lade auch jede interessierte Kraft ein, das Gespräch mit uns zu suchen, mit mir auch ganz persönlich, um unsere Station und unsere Arbeit, unsere professionelle Pflege kennenzulernen. Und ich kann bei Ihnen ja auch eine Ausbildung machen. Auf jeden Fall. Wir haben ein großes Bildungszentrum mit 144 Ausbildungsplätzen, generalistische Ausbildung, gleichwertig mit allen Ausbildungen, die man an allgemeinen Krankenhäusern machen kann. Und dort kann man ganz normale dreijährige Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung absolvieren. Aha, mit der man dann auch in der somatischen Pflege, also der, wie man sie normalerweise so aus dem Krankenhaus kennt, Gesundheitspflege weiterzumachen oder aber sich so zu spezialisieren in der psychiatrischen Pflege, oder? Also genau. Vom Grundsatz her befähigt das dreijährige Krankenpflegeexamen für die Arbeit auf somatischen Stationen, natürlich auch in der Langzeitpflege, in den Alten- und Seniorenheimen, aber auch in der Psychiatrie. Und natürlich hat auch die Psychiatrie genauso wie die Somatik bestimmte Qualifikationsmöglichkeiten. Man kann Fachexamen für psychiatrische Pflege machen. Es ist nicht Voraussetzung, aber man kann es machen im Sinne einer Karriereplanung. Man kann sogar psychiatrische Pflege studieren. Noch eine Frage zur Fluktuation. Also gerade die Arbeit mit psychiatrisch erkrankten Menschen kann ich mir auch als sehr enttäuschend vorstellen, während ich ja einen Beinbruch sehen kann zum Beispiel. Wie lange bleiben Ihre Mitarbeiter bei Ihnen? Das denken viele Menschen, dass es so sehr enttäuschen kann, wenn Menschen so in Lebenskrisen immer wieder zu uns kommen, auch durchaus auch häufiger. Es ist in der Erfahrung der psychiatrisch Pflegenden eigentlich völlig anders. Wir in unseren beiden Häusern haben praktisch keinerlei Fluktuation bis auf die Altersrente. Wer sich einmal in das Thema der psychiatrischen Pflege verliebt und da Spaß dran hat, der bleibt für immer. Und wir sind auch hochgradig an Lebensarbeitsbeziehungen interessiert bei uns, dass die Kollegin weiß, es ist halt keine Funktionspflege, sondern es ist eine auf Dauer ausgelegte Arbeit, die ich dort mache. Und das ist eine starke Bildung. Und eins ist mir noch wichtig dabei, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, und ich mache das ja auch nun schon fast seit 40 Jahren, die psychiatrische Pflege, erzählen als wesentliches Kriterium, dass sie sich auch während der Zeit ihrer Tätigkeit in der Psychiatrie vor allen Dingen das Geschenk erhalten haben, sich persönlich weiterentwickeln zu können. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube.